Es gibt genau zwei Geheimnisse für den ultimativen Erfolg. Und diese zwei Geheimnisse, die sind einmal Motivation und einmal Disziplin. Und obwohl du diese beiden Sachen kennst, wendest du sie wahrscheinlich nicht an. Oder du wendest sie nur partiell an. Das heißt, du sagst, boah, ich bin eine disziplinierte Person. Ich krieg alles hin, was ich mache. Oder du sagst, ich bin so motiviert, ich weiß, was ich machen will, aber du fängst damit nicht an. Und sobald du eine dieser beiden Sachen, entweder Disziplin oder Motivation, weglässt, wirst du keinen Erfolg haben. Und warum, erkläre ich dir in diesem Video. Dieses Video wird wieder relativ kurz sein, aber soll dir einfach meine Meinung und diese Thematik einfach ein bisschen näher verdeutlichen. Sie soll dir zeigen, warum das eben so ist, warum du Motivation brauchst, aber gleichzeitig Disziplin und warum du nicht auf eins von den beiden oder auf beide sogar verzichten kannst. Fangen wir an mit Motivation. Wie viele von euch gucken sich Motivationsvideos an? Wie viele von euch lesen sich täglich Motivationszitate durch? Ich habe ein Buch über Motivationssprüche geschrieben, über 360 Zitate bzw. motivierende Sprüche, die deinen Alltag ein bisschen besser gestalten wollen, die dich ein bisschen inspirieren sollen. Und letztendlich werde ich dir sagen, nur weil du dieses Buch kaufst, nur weil du dir ständig Motivationsvideos anschaust, nur weil du ständig, ich sag mal, auf verschiedenen Plattformen dir durchliest, was für eine Erfolgsgeschichte Menschen hatten, wirst du nicht automatisch erfolgreicher. Diese Motivation, das ist nichts anderes als vom lateinischen movere, bewegen, heißt nichts anderes als etwas, was dich bewegen soll, das dich vorantreiben soll, das dich dazu bekommen soll, den ersten Schritt zu machen. Und dafür ist Motivation gut. Du kriegst dein Warum oder du kriegst einfach so einen Push ins Gehirn, in deine Handlung, damit du endlich anfangen kannst. Aber das wird nicht lange anhalten. Es wird nicht lange anhalten, denn Motivation ist eine vor allem geistige Sache. Ja? Es ist die theoretische Sache. Du weißt, du willst anfangen, du weißt, du hast richtig Bock drauf. Aber du wirst nicht damit erfolgreich sein, denn es fehlt das Machen. Und das Machen, das ist die Disziplin. Ja? Nicht Disziplin im Sinne von Fertigkeit, sondern Disziplin im Sinne von Machen. Du musst endlich ins Machen kommen. Du musst dich an den Schreibtisch setzen und deine Aufgaben erledigen. Du musst deine Hausaufgaben machen. Du musst dich trauen, dich zu melden. Du musst dich trauen, Sachen zu machen, die kein anderer vor dir getan hat. Oder du musst einfach mal das tun, was erfolgreiche Menschen tun. Erfolgreiche Menschen sitzen nicht in ihrem Bett, schauen sich YouTube-Videos an oder lesen sich Bücher durch, wo es drin steht, wie motiviert andere sind und werden dadurch erfolgreich. Nein, erfolgreiche Menschen sind natürlich motiviert. Sie haben ein Warum, sie wissen, was sie tun sollen und warum vor allem sie das tun möchten, aber sie wissen auch, dass sie es tun müssen. Ja? Sie gehen ins Handeln, sie setzen sich an den Schreibtisch, sie holen sich ein Team, sie fangen einfach an. Wenn du diese Disziplin nicht hast, wenn du nicht sagst, ey, ich fange jetzt an, ey, ich höre jetzt auf mit Social Media, ich höre jetzt auf, sinnlose Freunde zu treffen, die nur Negatives von mir wollen, sondern ich mache endlich das, was ich möchte. Ich gehe zum Sport, ich möchte eine bessere Figur und ich tue auch was dafür. Dann wirst du erst erfolgreich sein. Es bringt nichts, wenn du dir 10.000 verschiedene Bücher zur Ernährung durchliest, zur Abnehmen, zu Muskelaufbau, aber letztendlich nichts tust. Ja? Ich habe lange Zeit ganz viele Ernährungssachen durchgelesen, aber ein Sixpack hatte ich trotzdem nicht. Und warum? Ja, weil ich keine Übung gemacht habe. Du kannst nicht Muskeln aufbauen, wenn du nicht trainierst. Du kannst nicht abnehmen, wenn du nicht deine Ernährung anpasst. Du kannst nicht erfolgreich sein, wenn du nicht ins Machen kommst. Und das sind wirklich die zwei essentiellsten Geheimnisse. Sei motiviert, aber sei auch diszipliniert. Mach endlich etwas. Geh ins Handeln. Und es ist scheißegal, ob du 50 Minuten lernst, ob du 20 Minuten lernst. Solange du lernst, ist alles gut. Es ist besser als jemand, der ständig sagt, boah, ich bin so motiviert, ich habe mir 10.000 Marker geholt, ich hole mir das, ich hole mir das, ich hole mir das. Und letztendlich sitzt er an seinem Schreibtisch und weiß nicht, was er machen soll. Und auch ich habe diese Probleme. Ich habe ganz, ganz viele Bücher gekauft zur Medizin. Und fange ich damit an? Nein, natürlich nicht. Ich habe zahlreiche Bücher zur Anatomie, zahlreiche Bücher zur Chemie. Fange ich an? Nein. Und warum? Ich habe die Motivation, aber ich habe keinen Bock drauf. Ja, und dieses keinen Bock drauf muss ich streichen. Ich muss ins Kommen kommen. Ja? Ich muss ins Machen reinschellen. Ich muss eigentlich zu mir sagen, hey, du hast dein Ziel, du willst der beste Arzt der Welt werden, du möchtest anders als die meisten Ärzte auf dieser Welt sein, du möchtest was erreichen, dann musst du auch was dafür tun. Ja? Und das möchte ich euch eben verdeutlichen. Sei motiviert, sei einfach einer, der sein Warum weiß, aber zögere nicht, auch was dafür zu tun. Ja? Zögere nicht, dich an den Schreibtisch zu setzen, Opfer zu leisten. Zögere nicht, ich sag mal, die Meinung anderer zu kritisieren. Nur weil 10.000 andere Menschen sagen, boah, du wirst nie erfolgreich, heißt es das nicht, dass du nicht erfolgreich wirst. Das heißt, du musst dich gegen diese Menschen durchsetzen. Du musst dein eigenes Ding machen und du musst diszipliniert an deine Sachen rangehen. Denn nur wenn du die Motivation hast und nur wenn du diszipliniert bist,
wirst du auch erfolgreich. Erfolg ist das Erreichen von Zielen. Und du kannst Ziele oder dir selber hergesteckte Punkte nur erreichen, wenn du auch etwas tust. Du kannst nur zum Mond gehen, wenn du den ersten Raketenschuss machst. Du kannst nur, ich sag mal, zum Bahnhof laufen, wenn du den ersten Schritt machst. Und solange du den ersten Schritt machst, ist alles gut. Und wenn du den ersten Schritt gemacht hast, kommen die anderen Schritte von selber und du wirst automatisch erfolgreicher. Falls dir dieses Video irgendwo gefallen hat, falls du denkst, ey, das sollte mein Kumpel sehen, dann teile dieses Video doch ganz einfach. In der Videobeschreibung findest du noch ganz viele interessante Bücher, die dich vielleicht in deinem Weg zum Erfolg, zu Bestnoten, zu was weiß ich, was noch begleiten können. Und schau einfach mal in der Videobeschreibung und kauf dir vielleicht das ein oder andere Buch, das ein oder andere Utensil, falls es dir vielleicht bei deinem Erfolg helfen kann.